So, hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von kreativekiste.de. Und zwar mein erstes Rezeptvideo. Ich hoffe, ihr seid ein bisschen nachsichtig. Mache ich ja nicht so oft. Und zwar, ich möchte euch meine Müsli-Riegel vorstellen, die ich regelmäßig selber mache. So sehen die Dinger aus. Und zwar, das hat zwei Gründe. Zum einen, Müsli-Riegel aus dem Laden haben zu viel Zucker, zu viel Inhaltsstoffe, zu viel Fett und sind damit relativ ungesund. Ich bin so an sich ja, einigermaßen zufrieden mit meinem Körper. Ich merke genau, ich möchte noch vielleicht 2-3% Körperfett weniger haben. Hat sich jetzt einfach angesammelt durch Stress und viele andere Sachen. Möchte also los haben, aber dabei möchte ich gleichzeitig, obwohl ich so an sich hier ganz zufrieden bin, möchte ich gleichzeitig nur ein bisschen Muskulatur aufbauen. Abnehmen, Fett und Muskulatur aufbauen ist relativ komplex, ist nicht so einfach und dabei helfen mir eben diese Riegel hier. Ihr seht ja, was alles drin ist. Vor allem ist viel Eiweiß drin, und zwar so ziemlich alle Aminosäuren, die der Körper braucht, müsst ihr aufpassen, tierisches Eiweiß oder pflanzliches Eiweiß. Es gibt ja verschiedene Aminosäuren und all diese müssen drin sein, damit ein Muskelaufbau überhaupt funktioniert. Das ist eigentlich hier soweit gut abgedeckt. Zum anderen sind ganz viele Vollkornsachen drin, das heißt Ballaststoffe, was macht satt? Ballaststoffe und Eiweiß. Und deswegen diese leckeren Kekse. Wer abnehmen möchte, dem kann ich die auch empfehlen. Ich halte gar nichts von Low Carb, No Carb, von irgendwelchen Wunderdrinks. Faktisch, ihr braucht erstens ein Kaloriendefizit und zweitens genug Eiweiß. Sonst baut ihr Muskeln ab und wenig Fett. Und deswegen finde ich die Dinger so genial. Zum einen esse ich sie als Frühstück, also morgens. Da braucht der Körper Energie, muss erstmal richtig in Fahrt kommen, dass er die Power hat. Das steckt ja alles drin, durch die Banane, auch noch viele andere wertvolle Dinge. Und wenn es mir nachmittags, wenn ich hart arbeite oder Sport mache, brauche ich um 3 einen Snack. Und dann esse ich so den Arm an. Ja, von den Zutaten her sehen wir es eigentlich schon, was alles drin ist. Es sind 2 bis 3 Bananen drin. Es sind die verschiedensten Haferflocken drin, die ich gerade da habe. Es sind 6 Eier drin. Es sind einfach ganz verschiedene Nüsse und Samen drin. Das variiere ich einfach so. Das tue ich einfach alles in einen großen Pott rein. Schmeckt jedes Mal anders, bisher war es immer richtig gut. Es kommt noch ein bisschen Margarine dazu rein, aber damit das Ganze von der Konsistenz her besser wird. Es kommt noch ein ordentlicher Bollisch Basic Quark rein. Wie gesagt, 6 Eier sind drin. Damit habe ich ganz viele Ballaststoffe, ganz viele Eiweiße, verschiedene Eiweiße. Und die machen zum einen richtig satt und es ist genug Eiweiß drin für mein Training. Was ich noch ein bisschen rein tue, das passt nicht so ganz dazu. Und zwar, es gibt so ein Low-Carb-Keks-Müsli, Schoko-Crunchy. Finde ich voll gut, auch wenn wir auf die Inhaltsstoffe schauen, sind da Füllstoffe drin und Süßstoffe. Aber so ein bisschen von dem gönne ich mir einfach, damit es dann noch ein bisschen crunchy wird. Ja, so sieht das Ganze aus. Ihr seht, schön verstrichen, schön glatt, ein Blech. Fürs zweite Blech ist da noch was drin. Ihr könnt euch auch weniger machen, keine Frage, aber ich mache halt immer 2 Blech, kriege das ein. Und jetzt kommt es bei ungefähr 180 Grad, so lange in den Ofen, bis es schön aussieht, dauert in der Regel so eine halbe Stunde.